So, meine lieben Leute, nach über einer Woche gibt es nun endlich mal wieder ein paar Dead Space Parts. Und zwar, ich weiß noch nicht, wie viele Parts es werden, aber ich schätze mal 8. Wegen 2 Stunden Spielen. Ja, das habe ich nämlich für heute vorgenommen. Gut. Ja. Wir müssen immer noch da durch. Und ich habe immer noch ein bisschen Angst. Denn, naja. Gut, aber wir haben eine starke Waffe und ich freue mich schon noch auf die Pulsriffel. Habe ich da nämlich schon. Oder Rifle. Die habe ich noch nicht. Ich freue mich schon drauf, die zu kaufen und aufzurüsten. Jawohl. Denn dann haben wir eine mächtige Waffe. Und das ist ein ziemlich großer Raum. Oh, Kapitel 9. Oh. Auch nicht schlecht. Was ist denn das hier alle? Ziemlich großer Raum. Gut, wir gucken mal, was wir hier so finden. Ich glaube, wir müssen irgendwas machen. Aber was? Ich hab's... Ich hab's schon wieder vergessen. Für Zufall. Pulsriffel Rounds. Ja, die sollen wir schon mal finden, damit wir gleich ein bisschen was zum Ballern haben. Hier ist noch abgeschlossen. Komme ich da ohne Probleme hin? Oh oh. Hasse die. So, Muni wird wieder knapp, ich sehe das schon. Achso, apropos Muni, ich könnte ja mal nachgucken. Ja, ne, also so wie dazu. Nehmen wir doch mal die Line Gun. Schnell die Pulsriffel. Ich sag mal Riffle, ne? Ist aber falsch. Man sagt nämlich Rifle. Egal. Auf jeden Fall brauche ich die. Und ich brauche eine Bank. Ah, hier schon wieder. Wow. Ganz ruhig. Oh oh. Okay, immer mit der Ruhe. Plasma Energy. Audio Log. Da hinten ist ein Store. Irgendwelche Pfade sollen wir wandern. Ja. High Pressure Modulation Area. Extreme Danger. Okay, bevor wir da reingehen, gucken wir uns hier erstmal um. Ich hätte ja gehofft, dass hier irgendwie noch was liegt. Aber wenigstens ist hier ein Store. Das ist immer was wert. Also werden wir erstmal die ganzen Schematics los, die wir gefunden haben. Und ja. Fehlt ja nur noch ein Item. Wie es aussieht. Egal, ich werde mal den Schritt wagen und für schlappe 6300 Pulsriffel kaufen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die aufgerüstet verdammt stark ist. Und deswegen kaufe ich auch noch
So, ein paar Power Nodes. Das muss reichen. Und, Moment. Shit, wie gehe ich denn nochmal? Achso, ja. Hier wollte ich noch rein, denn wir haben noch einen Ruby Semiconductor und Contact Energy, die wir alle nicht brauchen. Gut, da verkaufe ich einen von und benutze den anderen. Stasis Packs. Weg damit. Weg mit dir. So, jetzt ist natürlich Contact Beam. Was war denn die Scheißwaffe? Ja, Contact Beam, ne? Das war doch dieser, der nur so eine Druckwelle macht. Gut. Ich möchte dich nicht. Ich verkaufe dich. Wer da was gegen hat, soll es mir schreiben. Oder soll im Grunde nennen, warum ich... Also eigentlich kann man mit dem Plasma-Cutter das komplette Spiel locker durchschaffen. Auf leicht, das ist normal, ne? Line Gun ist auch ganz nett. Aber die aufgerüstet haut, glaube ich, richtig rein. Deswegen... Jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen mehr Geld. Was ist denn... Also Seeker Rifle soll scheiße sein. Flammenwerfer soll nicht das Beste sein. Detonator, gut. Soll ganz praktisch sein gegen viele Monster. Ja. Aber ich kämpfe lieber ein bisschen gegen viele Monster. Ja, Ripper, ne? Javelin Gun. Habe ich immer noch nicht gekauft. Holen wir doch hiervon mal ein paar. So. Das reicht. F, genau. Kurz gucken, wie viele gehen noch mal in ein Magazin. 100. Und das ist doch ganz nett. Denn sobald wir eine Bank finden, und wir werden beide eine finden, wie das hier schon aussieht, gibt es eine kleine Verbesserung unserer Pulse Rifle und dann wird die auch reinhauen. Was ist das? War's das? Ist der komplette Körper? Ja, wirklich. Warum hat das Ding nichts gedroppt? Egal, ich nehme jetzt die. Wir müssen mich daran gewöhnen. Hier ist alles abgeschlossen. Oder noch abgeschlossen. Vielleicht öffnet sich das ja nachher. Wir benutzen mal wieder einen Fahrstuhl. Und schauen mal, wo der uns hinbringt. Hier wird doch wohl irgendwo eine Bank rumstehen, oder? Oder? Ach, du ahnst es nicht. Was zur Hölle ist das denn? Oh, nö. Could cause vacuum. Ja. Oh, shit. Aua, das war so ein Sackviech. Ich wusste es. Das war ein Sackviech. Ihr habt es alle gesehen. Da. Scheißvieh. Oh, Power Lord. Kann ich den nicht zufällig damit aufmachen? Nein, natürlich nicht. Ich wollte ja noch den loswerden. So, ich meine, wir haben zwar jetzt genug Platz, um allen Müll mitzunehmen, aber trotzdem. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich muss da bestimmt raus und darüber. Also, ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen. Aber laut dem muss ich da rein. Wäre hier eine Speicherstation, würde ich das mal versuchen, darüber zu schweben. Oh nein, wann war ich das? Shit, da brauche ich eine stärkere Waffe.
Oh fuck! Gut, Vanvagina hat sich verabschiedet, zum Glück. Und ich bin mir ziemlich... Oh. Hä? Oh, da fällt er. Weggesagt. Moment. Kann man nicht irgendwie... Muss man doch bestimmt irgendwie durchkommen. Au. Okay, dann eben nicht. So, ich will doch nur gucken, ob hier noch was liegt. Zum Beispiel ein bisschen Munition. Oder ein Schematik. Flame Fuel. Na super. Wollte ich gar nicht mitnehmen. Flammenwerfer werde ich mir eh nie holen. Aber das Audio-Log können wir uns noch anhören. This is Sorensen, Denny remains easy for now. Track towards Ellie Lang for 3. Herdover's furthest ahead is clear to pass, but it's moving off fast. Gotta go, Locke. More's coming. Don't think, just move. Na, ist klar. Eigentlich kann man selbst die Audio-Logs liegen lassen. Aber gut. Vanvaginas, ich hasse sie. Gold Semiconductor, wie viel ist der wert? 5000? Ich weiß es nicht. Und jetzt? Nein! Oh! Okay. Ein weiterer Epic Fail. Oh, was zur Hölle? Die furzen immer, wenn die sterben. Das müsste man drauf achten. Objective. I think I'm... Oh, okay, ich muss da rein. Oh, da ist meine Bank. Oh, super. Und eine Speicherstation gibt es auch noch. Sehr gut. Ja. Vorher gucke ich mich natürlich noch ein bisschen um. Ihr kennt das ja. Gut, hier ist irgendeine Scheiße. Was liegt hier noch? Small Mat Pack. Stasis Recharge. Kann ich nicht benutzen. Gut. Dann gucken wir doch mal, wie wir die Pulse Rifle aufrüsten können. Ja, ne? Irgendwo müssen wir ja anfangen. Ich sehe ziemlich relativ viel Damage und ziemlich viel Kapazität. Wir sollten also Kapazität und Damage vorlieb nehmen. Alternative Fire ist sowieso ohne Sinn, weil... Ne? Das ist nix. Also, ja gut, das ist vielleicht was, wenn man wirklich von Monstern umzingelt ist, aber das wird sehr selten passieren. Hoffe ich mal. Von daher machen wir lieber erstmal die ganzen anderen Sachen. Welchen Weg gehe ich? So verschwindet man Power Notes. Ja, ne? Der Rest ist klar. Hier, hier, hier. Eine sollte man immer überlassen.